wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich mal wieder von unserer Unterkunft aus. Unser letzter Tag ist heute auf Mahé. Morgen geht's nach Pranah. Wir fliegen dann mit dem Flugzeug hin. Und ja, heute haben wir uns vorgenommen, gehen wir auf so einen Markt. Auf so einen kleinen oder großen. Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Und dann checken wir noch ein paar Strände ab hier am letzten Tag. Und hier soll es noch einen schönen Wasserfall geben. Den gucken wir uns auch an, ja. Und hier ist übrigens das Auto, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs sind. Ja, so ein Hyundai i10 hat noch keinem geschadet, ne. Das ist ganz praktisch hier auf der Insel mit so einem kleinen Wagen. Ist auch jetzt nicht so teuer, wenn ihr einen Mietwagen holt. Lohnt sich auf jeden Fall, weil hier mit dem Bus, die kommen zu unregelmäßigen Zeiten. Und ja, wenn ihr noch eine Unterkunft habt, die auf so Gebirgen ist, wo hier die meisten sind, dann ist es natürlich auch schwerer. Mit dem Bus, da muss man zu Fuß laufen und mit dem Auto ist auf jeden Fall viel entspannter. Ja gut, in dem Sinne habe ich zu viel gelabert jetzt. Ich nehme euch einfach mal mit. Anabole Fensterscheibe. SDC Hypermarket, der größte Supermarkt hier auf Mahé. Wir checken den jetzt ab. Yeah. Hier ein paar Magnete kaufen, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist schon riesig hier, das ist so Globus von den Seychellen, sage ich mal. Der Unterschied zwischen mir und ihr. Alles voll mit Säften. Hier auch alles voll mit Säften. Ist geil. Hier Flex, Alter, Öl. Nicht so wie in Deutschland. Hier kannst du ganz normal Öl holen. Ey, wenn ihr Instant-Nudeln wollt, gar kein Problem hier. Alles voll. Alles. Bisschen Netto auch hier auf den Seychellen vertreten. Deutschland represent. Junge, hier gibt's so geile Sachen, ne? Das ist unfassbar. Guck mal, hier brauchst du ein paar Wings, kein Problem. Holst dir ein paar Wings, ein paar Keulen. Hier, guck euch das doch mal an. Warum gibt's das nicht in Deutschland? Einfach so eine Drachengurke, Alter. Sieht heftig aus. Hier ein bisschen Obst, Gemüse. Okay, kurzes Fazit hier zu diesem riesen Supermarkt. Ja, ist eigentlich ganz geil so, ist ziemlich günstig. Also was heißt ziemlich günstig? Bisschen günstiger als in Deutschland. Ist auf jeden Fall günstiger als diese kleinen Supermärkte, die hier überall sind. Hier mit Fisch. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ich dachte, das wäre irgendwie so weißer Fisch. Aber das ist so kleingehackter. So Thunfischmäßig irgendwie auch, so ein bisschen salzig. Schmeckt sehr gut. Wir sind hier angekommen auf dem Markt, gerade die Autofahrt war ein bisschen nicht so krass stressig, aber schon ein bisschen anstrengender als sonst, weil hier halt mehr Verkehr ist, mehr Stadt und so. Und jetzt checken wir mal den Markt ab. Ich gebe euch auch ein paar Einblicke. Ja. Da ist vielleicht schon eine Brotfrucht. Unser Kollege, den wir gestern gesehen haben, der wurde heute gefangen. Hier ein bisschen Fisch. Jo, alles da hier. Früchte, Gemüse, Fisch, Rochen, alles, Alter, alles. Jo, so sah der Markt aus, ne? Viele Eindrücke auf jeden Fall. Alles da. Ist auf jeden Fall cool, mal zu sehen. So ein Markt, sowas gibt es ja in Deutschland jetzt nicht so oft. Und ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Alles fresh, alles clean, so. Ohne irgendwelche Konservierungsstoffe hat halt schon was, ne? Aber bei uns wird das ja alles eingeflogen und so, ungereift und sowas. Ne? Hier ist es halt schon ein bisschen anders. In diesen Tempel werden wir jetzt gleich auch reingehen, mal abchecken, wenn man da überhaupt reingehen kann. In diesen Tempel können wir jetzt nicht rein, der hat leider zu. Hier ist ein Hindu-Tempel. Ja, sieht schon sehr schön aus, ne? Das war jetzt hier Victoria, ne? Eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Ist auf jeden Fall cool mal zu sehen. Ja, wir sehen uns dann gleich bei den Stränden wieder und beim Wasserfall. Erstmal fahren wir, glaube ich, zum Wasserfall, ja. Alles klar. Ja, wir sind jetzt angekommen zum Parkplatz vom Wasserfall. Hier kann man parken. Da hinten sitzt ein Typ in diesem grünen Häuschen. Das müsste man eigentlich sehen. Da bezahlt man pro Person, das kostet halt 50 Rupien. Ich weiß, umgerechnet sind das vielleicht 4. Da ist er ja. Der Delicate Wasserfall.
George aus dem Dschungel, Alter. So fühle ich mich gerade. Ich bin der George aus dem Dschungel. Nochmal ein paar kleine Worte oder kurze Worte zum gestrigen Tag, also hier mit dem Markt in Victoria. Dann waren wir noch am Wasserfall, dann haben wir uns noch einen Strand angeguckt, ist ja alles aufgenommen. Ja, war ein schöner Tag auf jeden Fall, viele Eindrücke, die da sind, hier auch mit dem riesen Supermarkt, wo wir kurz einen Zwischenstopp gemacht haben. Ist auf jeden Fall cool mal zu sehen, ich glaube mal der Wasserfall hat uns am meisten gefallen. Weil da konnte man richtig chillig hin, einfach parken, dann kurz hoch. Hat auch nur so knapp 3,50 Euro gekostet. Das Wasser, da ist auch klar, da kann man auch reinspringen. Muss man nur aufpassen, da sind halt mehrere Steine unten, dass man sich nicht verletzt. Ah ja, wenn man da mit Köpfchen rangeht, da sollte schon nichts passieren. Genau. Der Strand, wo wir waren, das war so, ja, da konntest du nicht wirklich schnorcheln. Beziehungsweise habe ich es nicht hinbekommen. Weil, ja, da musste man halt richtig weit reingehen. Also richtig, richtig weit, weil das war die ganze Zeit flach. Und unter Wasser hat man da auch meistens nichts gesehen, weil du halt da langläufst, dann wirbelst du den Sand auf. Und da lang zu schnorcheln, da berührst du mit dem Bauch die ganze Zeit das Seegras und das ist auch unangenehm. Ich weiß nicht, es war ein sehr schöner Strand. Einfach zum Chillen, zum Sonnen vielleicht, aber zum Schnorcheln eher nicht. Obwohl uns Einheimische gesagt haben, dass man da sehr gut schnorcheln kann. Aber keine Ahnung, vielleicht waren wir da an einem falschen Spot, ich weiß nicht. Ja gut. Das war's, dann haut rein.